Dies ist ein Mitschnitt von Unser Radio, dem Sender für Niederbayern. Weitere Beiträge und Informationen zum Programm gibt's auf www.unserradio.de. Hoher Besuch kommt heute nach Aidenbach in den Landkreis Passau. Genauer gesagt ein grimmig dreinschauender Bauernkämpfer aus Holz. Heute Nachmittag zwischen 2 und 3 ist es eben soweit, zumindest wenn alles nach Plan läuft. Dazu Stefanie Leubel von Markt Aidenbach. Also diesen Samstag ist das große Spektakel, dass dieser 4,5 Meter hohe Bauernkämpfer aufgestellt wird mit großem Gerät. Der Krempelsepp, der stellt das richtig auf dem Marktplatz mittig auf. Wenn die Skulptur da ist, hat sie schon eine gut 200 Kilometer lange Reise auf dem Tieflader hinter sich. Gestiftet haben die Skulptur nämlich die Gebirgsschützen Warkirchen in der Nähe vom Tegernsee. Wir gehen mit den Gebirgsschützen eine Partnerschaft ein, weil wir durch den Bayerischen Volksaufstand geschichtlich mit ihnen verbunden sind. Genau dieser Volksaufstand ist auch Thema vom Freilichtspiel in Aidenbach und wegen dieser Partnerschaft mit den Gebirgsschützen gibt's dann vor der Premiere Anfang Juli nochmal eine Extraveranstaltung. Hierzu nochmal Stefanie Leubel. Am 8. Juli ist die Partnerschaftsfeier auf unserem Marktplatz mit der ganzen Politikprominenz, mit den feschen Oberlandländern, mit dem ganzen Gebirgsschützen in der Tracht. Der Bauernkämpfer steht dann in der Zeit vom Festspiel bis Ende Juli am Marktplatz. Dann wird er eingelagert. Jeder, der dabei sein will, wenn der Bauernkämpfer aufgestellt wird, kann natürlich auf den Aidenbacher Marktplatz kommen. Heute zwischen 2 und 3 Uhr wird er aufgestellt, wenn alles gut läuft. Und auch zum Festzug am 8. Juli sind alle herzlich willkommen.